Ich muss nur anfangen. Zwar probiere ich diesmal nicht als Blumenfutzi da reinzukommen, oder ich probiere diesen Typ. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia. Doch, ich gehe wieder als Blumentypen. Ja, ja, bla bla, ich weiß das alles. So, hervortreten. So. Unsinn. Dann kill ich. Ach ne, wenn er telefoniert, ist es dumm, ihn zu killen, glaube ich. Komm hier nicht irgendwo rüber? Was ist das denn für Möglichkeiten? Das war der Typ nicht mehr telefoniert da irgendwie, und damit ich den niedermetzeln kann. Oh, in der Zeit kann ich mal hier vorne das umschauen. Im wunderschönen Italien hier. Machen. So, 14 lassen. Sorry. Oh ja, wir sind die Guten. Da ist eine Kamera. So. Das Problem ist. Ah, nee, das ist mega nervig, weil der Butler, der braucht ja immer stundenlang, um irgendwo hinzugehen. Ja, Flowers. Komm, genau da. Ja, ich glaube, hier geht's lang. Ja, ich glaube, hier geht's lang. Ja, ich glaube trotzdem, hier geht's lang. Dankeschön. Ja, ich folge mal dem Butler. Alter, what the fuck, muss ich einfach in seiner Nähe bleiben, damit er sich bewegt. Such a devoted son. Alter. Ich höre ein Flugzeug. So, downstairs near the cliff. Jojo, mach ich. So, und ich glaube, sobald ich die Sachen hier hinlege. Good work, 47. This should keep Caruso distracted for a while. Kriegt Caruso den Befehl, hingehen zu sollen, oder? Glaube ich zumindest. Eine Schaufel? Nach unten klettern? Ne, da komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr hoch. Okay, er kommt hierher. Alles klar. Das heißt, ich muss hier rein. Gleich müsste er hier runtergehen. Ich glaube, das Stream lag gerade, kann das sein? Ich hoffe es mal einfach nicht. Holy shit, ist das. Okay, aber allein sein. Seine Wachen gehen. Die Wachen da hinten sind auch gerade nicht da. I am close. Ein Ziel ist down. Francesca DeSantis. Und dann jump ich doch mal lieber hier runter, weil ich nicht weiß, ob die Wachen vielleicht das als unbefugtes Betreten sehen. Oh, what the fuck. Nee, hä? Fallen lassen. Ah, okay. Was, ja, was war hier denn? Irgendwas kann ich hier gerade kurz nehmen. Oh, hier ist wieder so ein Eingang. Münze nehmen. Ah. Jetzt hier? Ach so, erklimmen. Habe ich denn nicht gerade noch irgendwas? Naja. Münze nehmen, okay. Wo ist denn jetzt der Eingang von diesem Geheimlabor? Ist der. Nee, hier ist er nicht. Kann man da vom Wasser übelst gut aussehen, oder nicht?
hier unbefugtes Betreten für mich? Was ist das hier alles noch? Okay, eine Wand, die man irgendwie anscheinend gut machen kann oder so. Darf hier rein? Okay, ich darf hier rein. Toilette möchte ich jetzt nicht. Das ist ja übelst der gute Weg, um hier hinzukommen, ey. Das geht ja gar nicht mehr zu dem Anwesen von der Villa da, oder? Alter, what the fuck? Oder doch? Ich glaube, ich bin jetzt schon wieder woanders, ne? Da oben ist ja die Villa, aber... Bin auch wieder irgendwo hoch. Gehen wir mal wieder rein. Oh fuck, nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein, das war dumm. Alles klar, ich hab verkackt. Oh. Weil er findet bestimmt meinen Hammer. Was? What the fuck? Hab ich? Okay, wenn er meint. Ich meine, ich hab zwar meinen Hammer und einen Schraubenschlüssel mit, aber der meint wohl, das gehört zur Grundausstattung von einem Gärtner. Nee, ich bin ja nicht mehr mein Gärtner, ich bin ja nur der Typ, der das bringen soll. Ja, okay. Hi. Moin sehen. Vor allem, der Typ denkt, eigentlich sollte ich doch nur einmal eine Blume bringen, jetzt laufe ich hier durchs ganze Haus. Na gut. Oh, unbefugtes Betreten. Ist die Frage, wer man am besten wird. Die Wache steht da halbwegs alleine. Da oben ist eine Tür. Ich wollte eigentlich seine Klamotten haben, aber irgendwie war das Schubsen so witzig. Musste ich machen, tut mir leid. Naja. Okay, die Security Guards dachten sich auch so, ja gut, unser Boss ist weg. Keiner weiß wohin. Gehen wir mal wieder, ne? Ich wollte gerade sagen, keiner weiß wohin, aber wieso ist er weg? Seine Leiche ist weg. Leute, wir wollen es nicht. Okay. Die nehmen das aber ganz schön gechillt, dass das ein Boss einfach so gestorben ist. Sir, this is a restricted area. Okay, dann gehe ich einen anderen Weg. Francesca DeSantis is evidently having an affair with Caruso's golf coach, Roberto Vargas. A notorious ladies' man, Vargas has turned DeSantis's bedroom into a candlelit love nest and plans to call on her after his golf lesson with Caruso. Is it DeSantis? Well, yeah, that's DeSantis. She should know better than to mix business with pleasure. Wie erscheint der Küchenchef? Okay. Das heißt, finden Sie mir über den Golftrainer raus. Dafür sollte ich aber erstmal rausgehen. Ah, so. Ich muss kurz mal niesen. Das ist der Golftrainer. Moin Golftrainer. Wie finde ich mehr über dich heraus? Ich könnte ihn töten mit dem Gift. Okay, ich tu mal so auf, wenn ich hier runtergucke, die Aussicht genießen möchte.
Okay, so ein paar Screenshots machen, falls ich noch ein Thumbnail brauche. Macht er gerade eine Sprachnachricht bei WhatsApp oder warum? Er telefoniert schon und hat sein Handy noch in der, nur in der Hand. Deswegen. Oder schreibt er gerade und redet dabei? Weil er tippt aufs Handy. Bisschen dumm ist dieser Typ auch schon. Ich bin überlegen, ich soll mich als Golftrainer verkleiden. Der geht immer ab und zu mal hier hin. So, das heißt, wenn er gleich wieder weggeht, probiere ich mal diese Wache wegzulocken. Und dann wird er hier alleine stehen. Dann wird er sich ja gleich wieder dahin stellen. Und dann wird er da demnächst da alleine stehen. Hey, Buddy. Oh. Hey, Buddy. Tu nichts hier. Ich stehe hier nur so. Oh, fuck, da ist eine Kamera. Okay. Das ist ein bisschen sehr ungünstig gerade. Scheiße, wie macht man das denn mit den Kameras? Kann man nicht die einfach kaputt machen, indem ich eine Münze gegenwerfe oder so? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, scheiße. Oder ich muss den Golflehrer... Die Lenker rücken hier am besten weg, denn. Hä? Alter, da war das doch gar nicht. Hä? Oh doch, anscheinend doch. Ah, whatever. Okay, aber hier ist nichts. Vielleicht kann ich das mit dem Golflehrer ja auch nachher machen. Sir, you're gonna have to cut that out now. Ich hab doch nichts gemacht, Junge. Ich bin hier doch nur... Also meine Münze kann ich hier aufheben. Erstmal meine Münze wieder aufheben. Okay, das war... Meine, kommt jetzt wieder, wenn ich das hinwerf? Ne, kommt er nicht. Okay. Okay, das ist natürlich nice. Ja, komm wieder. Dreh dich um, Junge. Hey! Ja, okay, das war für mich ein bisschen sehr auffällig. Okay, alles klar. Ey, ich hab doch nichts gemacht. Ach, verdammt! Ich hab doch nichts gemacht, allein die beste Ausrede. Scheiße. Gegenüber kann man ja noch was machen, ne? Das interessiert mich jetzt auch mal. Weil hier in der Stadt kann man ja so viel Shit machen. Da muss ja auch irgendwas dabei sein, was einem helfen kann. Hier rechts sind auch Treppen. Darf ich rein? Hm. Das scheint mir hier gerade ein bisschen zu easy zu gehen. Aber ich hab das Ding, ich hab ja nichts, womit ich. Also ich halt. Make love not war. Nice. Okay, ich geh einfach mal hier ganz hoch. Natürlich hab ich hier irgendwas. Bleirohr. Okay. Sneaky hier. Fuck, wo komme ich jetzt wieder runter? Da, an der Seite. Wieder hoch, okay.
Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Tür ist zu. Öffnen. Wer ist er denn? Chillig. Chilliger Dude. In welche Richtung geht der jetzt? Okay, die. Alles klar, ich verkleide mich mal sehr, ne? Nice. Finde ich richtig gut. Kann ich die Badewanne schmeißen oder so? Aus dem Fenster werfen? Auf die Straße mit ihm. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen zu auffällig. Oh, haben wir jetzt getötet. Körper wurde gefunden. Was ein Zufall. Aber jetzt habe ich hier erlaubt, ist. Vielleicht darf ich ja rüber. Ich frage mich immer, was es bringt, jetzt hier Zugriff zu haben auf diese Häuser hier in der Nähe. Oh, oh, unbefugtes Betreten. Nein, weg hier. Naja, schon klar, dass die ganzen Körper jetzt gefunden wurden, aber. Ich frage mich, was es bringt, jetzt so ein komischer Typ hier zu sein. Darf ich jetzt da rein? Man hat ja immer eine coole Wohnung da oben. Ja, ist klar. Oh, fliegen die Tauben weg. Oh, war so klar. Oh. Was ist das denn? Hier ist Blume für dich. Erstmal die Winzen klauen. Nice. Alles klar, ich verbiss mich dann mal. Kann ich schwimmen gehen? Oh ne, schade. Ein Boot kann ich doch bestimmt auch nicht nehmen, oder? Dann kann ich da einfach ins Labor reinfahren. Ein bisschen für Action wollen wir. Oh Mann, ich will Boot fahren. Kann ich das Wasser schubsen? Ah, ich kann sie echt alle schubsen. Mach ich aber jetzt mal lieber nicht. So, da außen muss man noch irgendwie da hochkommen, oder nicht? Hier ist sogar eine Kamera bei diesem Eingang. Chillig. Also das heißt, man kann hier rein, ohne sich filzen zu lassen. Das heißt schon mal, man darf seine Waffe mitnehmen. Kann ich mir jetzt Butler verkleiden, wenn ich mich beeile irgendwie? Butler, das wäre übelst nice, aber müsste ich den Typ da oben vorher wegmachen. Wobei, das könnte ich ja schaffen. Also, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde. Zwar, wenn ich gleich sofort hier hingehen, den wegmachen würde und dann erst zum Butler gehen, die Blumen abholen oder mit dem Butler zusammen die Blumen hinbringen würde, und dann würde der Butler hier für eine kurze Zeit alleine sein. Dann hätte man ein kurzes Zeitfenster, wo man eiskalter Butler ist. Das ist mehr über den Golf-Dings. Ah, da waren wir ja vorhin stehen geblieben. Stimmt ja. Okay, das heißt, ich muss jetzt wieder probieren, irgendwie den Golftyp hier. Zu killen. Wenn dieser Typ im roten hier gerade da drüben wäre und er hier lang geht, dürfte der das nicht sehen. Die Wachen hätten auch nicht. Also quasi jetzt nur, dass der Typ hier im roten hier da hinten stehen müsste. Mal abwarten. Stell ich mich einfach mal hier hin und warte mal, bis der
Golftrainer wieder hier zurückgeht. Hm. Und wenn er jetzt zurückgehen würde, scheiße. Achso, ich soll mir den Golftrainer rausfinden sogar noch, ne? Ich werfe ein paar Münzen. Das macht Spaß. Francesca. Na, wo man nicht deine Fresse werfen. I know, I know. I'm not the one who calls. I did say that, but hey, the guy can change. So, okay. Did you get my message? Music to my ears. We'll meet up in your room, okay? I'll call you as soon as Caruso lets me off the hook. He's unusually patient. That's right. No, please. Surprise me. Ciao, Bella. Surprise me. Okay, verkleiden sich als Golftrainer. So, jetzt muss ich hoffen, heute steht der Spacko wieder hier. Komm, hau ab. Nee. Hau ab. Ja, danke. So, jetzt habe ich hier ein ganz kurzes Zeitfenster vielleicht. Wo ich so denke, ne. Bin ich jetzt hier? Oh, alles klar, Junge. Alter. Ich hab doch vorgetäuscht. Hä, hey, what the fuck? Ich hab X gedrückt. Und hat die ganze Zeit weggemacht. Ach, Mann. Ey, jetzt nach 1,5 Stunden. Ich hab jetzt gerade mal hier eine Person zu killen, weil da komme ich nicht. Dieser Golftrainer ist auch so scheiße. Er geht nur die ganze Zeit da und her und da ist... Ja. Da sind überall Wachen. Hm. Ich glaube, das war es erstmal für heute. Ich bedanke mich bei allen, die hier zugeguckt haben, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, habe ich auch schon öfter mal gesagt im Stream, wenn ihr das sehen wollt hier nochmal, warum auch immer, dann schaut mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da heißt einfach nur Time Zone. Und müsste sogar auch unter dem Video, müsste das glaube ich auch... Können wir da, glaube ich, auch raufklicken. Ich weiß es gerade gar nicht, wie ich das eingestellt hatte, da bei Twitch. Ja, ich bin überlegen, jetzt mal öfter Streams zu machen. Ja. Haut rein, Leute. Ciao.